Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unstable 1.8. Ich habe ein bisschen umgebaut, ein bisschen, hier ein bisschen Platz gemacht. Und welches Scheißvieh ist hier denn am Brennen und löscht sie die ganze Zeit? Ist ja mega ätzend. Ich habe neue Fenster gemacht, weil ich im Chisel and Bits Rausch war. Das heißt, sie haben jetzt eine etwas größere Scheibe und dünneren Rand. Und ja, ich habe generell damit sehr viel rumgespielt. Innen drin ist übrigens jetzt Greatwood. Denn ich habe einen schönen Towncraft-Raum gemacht und ich bin einfach nur begeistert von diesem verdammten Mod, ne? Es ist der Wahnsinn, ehrlich. Ich meine Fresse. Ich habe echt viel gebastelt und jetzt habe ich gerade hier, habe ich... Moment! Ich brauche ein... Fluidukt? Nee, haben wir eine... Was haben wir denn hier? Ach genau, Thermal Expansion gibt es ja hier nicht. Deswegen Wooden, Fluid, Gedönse, Pipe, Fluid Pipe, Pipe Sealant, das ist grüne Farbe. Haben wir sowas grünfarbenartiges denn irgendwo hier? Hier, warte mal, Pipe Sealant, Green Dye, Kaktus, gar nichts sonst, what? Haben wir irgendwo eine Wüste? Nö. Nicht wirklich. Gut, das ist blöd. Dann, was habe ich denn hier reingetan? Ach, ich weiß, wie ich es da reinkriege, wie ich es da rauskriege. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Aber gut, so haben wir es auch erledigt. Ja. Was soll's. Vier Blöcke Seedstone. Okidoki. Ich wollte nämlich eigentlich das Zeug hier umstellen. Habe ich jetzt... Wo soll ich meine Lava hin? Die ist irgendwie weg. Hier durch? Nein. Lalalalalala. Habe ich schon erwähnt, dass ich ziemlich viel gebastelt habe, also viel geresearched habe zwischen den Folgen. Ich glaube nicht. Ich habe ziemlich viel geresearched zwischen den Folgen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und Texturen gemacht habe ich auch zwischen den Folgen. Massenweise. So, die wollte ich eigentlich mal brennen hier. Ich will den Strom loswerden von dem Generator, weil ich ihn umstellen kann. So, Towncraft-Raum heißt auch, ne, hier drum getowncraftet. So, ich habe, wo ist mein Buch? Einiges freigeschaltet. Und zwar, was wir halt so am Anfang alles brauchen. Einmal dich. Research Mastery. Ja. Oh, was ist das? Oh, Crystal Farmer. Oh yeah, das ist ziemlich cool. Hier hab ich bis Golden Mantle, haben wir sogar noch gemacht, oder? Aura Preserver, Master Aura Tapping und so ein Shit. Und Alchemie, natürlich. Distillation und irgendwo war auch noch, ach genau, hier, Infusion, das ist ja wichtig. Das brauchen wir alles am Anfang und die Goggles of Reading haben wir, die nicht sogar schon gemacht, ne, haben wir nicht, aber die habe ich auch gemacht. Die sind auch sehr nützlich, jetzt hört doch mal auf rumzunerven da draußen, ist ja furchtbar, meine Güte. Und ja, ich will jetzt hier ein bisschen weiter bauen und du wirst leer, das ist gut. Ich weiß nämlich nicht, ob du deine Power behältst, das wollen wir jetzt nämlich direkt mal testen. Keine Ahnung. Das würde ich dann gerne irgendwie ins Eckchen stellen. Ins Eckchen, ins... Ach, was da was. Du behältst sie nämlich nicht, wusste ich es doch. Gut, dann können wir hier noch ein bisschen was schmelzen. Was haben wir denn zum Schmelzen? Da. Sand. Ja. Und ich wollte Clay schmelzen, genau. Können wir noch schmelzen. Für Stained Clay. Ich habe schon mal hier Orange und Stained Clay gemacht. Einfach für Farbakzente. Ja, ganz einfach. Hier das Towncraft-Symbol. Und das hier ist reine Deko. Warum auch nicht? So, aha. Das war's auch schon. Wunderbar. Sehr schön. Die Electric Furnace kommt hier unten drunter. Oben drüber tue ich mal dann später den Crusher, aber die Lava habe ich eigentlich nicht aufgebraucht. Was ist damit passiert? Was ist denn da passiert, meine Freunde? Oh, unser Weizen ist reif. Yay! So, wo war unsere Lava gewesen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Habe ich einen Eimer dabei? No, das macht keinen Sinn. Okay.
Aber wir sollten auch erstmal anfangen mit dem Towncraft infusionieren. Da müssen wir auch einiges für machen, hoppala. So. Nope. Meine Güte. So, Tank kommt wieder weg. Am besten. Nein. Hier hin. So. Was machst du denn hier? Ach, das war der Endermann. Ich hatte einen Endermann im Haus, den musste ich platt machen. So. Clay kommt auch zurück. Das kommt hier hin. Ich habe auf meine Spitzhacke übrigens einen Diamant getan, einfach damit sie, ja, etwas härter ist. Ich habe für den Boden im Towncraft Room, das ist an den Seed, gechiselt. Da gibt es neue Chiselmöglichkeiten, die ich auch gleich texturiert hatte. Ja, und jetzt brauchen wir, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Wir brauchen Infusion. Wir brauchen Nitor. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Crucible. Eisen. Crucible hinstellen und dich brauche ich, dich nicht. Du kommst weg. Weg damit. Wo ist mein Zauberstab? Wo habe ich ihn denn hingetan? Dort. Ist der eine. Kaching. Ist halt gerade die Frage, war, kann das hier brennen? Weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht unbedingt ausprobieren. Deswegen stelle ich das Ding mal eben ganz kurz hier ins Eckchen. War ich schon im Nether gewesen? Nee, ne? Gibt es andere Möglichkeiten, das Ding zu befeuern? Alchemie. Nitor. Es gibt doch noch ein Crucible. Gab es hier nicht mal einen Zurück-Button? Kein Zurück-Button. Niemand braucht zurück. So, hier gibt's hier nicht. Gibt es doch nicht so ein Basic-Tabs? Wo ist das Ding denn? Basic, da. Das ist Basic. Cauldron, place in world, ja. Bla bla bla. We placed over a source of constant heat. Heißt Source of Constant Heat Lava auch? Ich würde jetzt mal sagen, ja, weil Lava ist ja nun einmal der Grundbegriff von Heat. Schauen wir mal. Nehmen wir mal kurz ein bisschen Lava. Hui. Mo. Haben wir keine oberirdische Lava? Wo sind wir eigentlich? Da sind wir. Hier ist oberirdische Lava, aber die fließt nur, also nur ein Block. Kein Pool in der Nähe. Schade. Schade. Gucken wir mal. Aus dem Weg, Sir. Danke. So. Wo war die Lava? Hier unten war Lava gewesen. Ich meine schon. Es klingt sehr laverig, ja, auf jeden Fall. Okidoki. Da ist Lava. Hier ist überall Lava. Geht er raus? Geht auch ganz raus? Aha. Oh. Nicht so gut. Aber wir können mal hier durchbuddeln und gucken, wo das Zeug denn herkommt. Da kommt es her. Kommen Sie mal her, Mr. Lava Lava. So. Ah. Lass mich ran da. Wenn sie will, da will. Ja. Oh. Okay. 7 von 8. Aha. Noch ein und ein für auf der Hand. Für zwischendurch quasi. Okidoki.
Dann gucken wir mal, ob das funzelnuckelt. Ist auch so ein Wort, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten mal so eine typische Chigo-Wort-Kompendium rausbringen. Das war Flottiger Loppi oder so. Funzelnuckeln. Was war denn auch alles, was ich... Die Sachen, die ich manchmal sage. Ding ins Kirchen sowieso. Schwuppdiwupp. Keine Ahnung, was er hat. So, Lava, Lava, Lava. Eine höhere Lava. Und ein Schwung mit dem Zauberstab. Limgardium Leviosa. Okay. Ne, Wingardium Leviosa. Ist auch egal. Hat funktioniert. Das ist mir egal. Wir brauchen eine unendliche Wasserquelle. Die können wir dann direkt hier nebenan hinstellen. Da, wo sie niemanden stört. So. Ach, herrlich, herrlich. So. Wunderbar. Zack. Zack und zack. Bubbelst du? Das ist die große Frage. Ja, es bubbelt. Läuft bei uns. Okidoki. Nitor. 3 Ignis, 3 Lux und 3 Potentia. Okay, dann gucken wir mal. Wir brauchen Kohle, wir brauchen Sticks und so weiter für Fackeln. Denn Fackeln haben ja bekanntlich noch gar nichts. Wupp und schwupp. Nein? Why? Hä? Da. 3 Potent... Nee, 2 Potentia, ein Ignis. Du hast ein Lux. Also, 3 Kohle. Und 6 hiervon. Sollte dann 2... Dingens ergeben, nicht wahr? Und dazu als Katalyst brauchen wir was? Ein Glowstone. Oh. Ein Glowstone habe ich nicht. Noch gar nicht, wa? Hm. Okay. Dokili. Dann sollten wir mal uns drum kümmern, in den Nether zu kommen. Okay, also brauche ich einmal Wasser. Und El Obsidiano. Das wird wieder spaßig. Yay. Zu essen gibt es jetzt nicht. Pech. Oh, bist du ein... Ah, ne. Sieht aus wie ein Destruction-Gedönse, aber... Das wäre, glaube ich, zu viel verlangt für diese Version. Okidoki. Also, wir brauchen Lava. Für Obsidian. Für den Nether. Ich glaube, hier kann man mal gleich einen höher gehen, weil die Lavaquelle ja definitiv was höher gelegen ist. So in dem Gebiet, wa? Genau. Hopp. Guten Tag. Genau, 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 genau. So, mein Freund Lava, wie weit gehst denn du? Wir haben jetzt nämlich auch hier Obsidian-Level natürlich auf unserer Spitzhacke, was ja jetzt auch nötig ist. Ich will nicht zu viel Lava kaputt machen, deswegen will ich bis hinten zum Ende, dass wir die eine Ecke anknabbern und hier noch genug Platz haben, um Lava abzuschöpfen für den Ofen und Co. Was man so alles braucht. So, wofür man so alles Lava braucht halt. Ganz viel Redstone, ja. Ich habe mir ja schon mal ein bisschen schlau gemacht, was Deep Resonance angeht. Also die Kristalle, die wir gefunden haben und wie man damit Strom erzeugt. Und es ist ganz interessant. Ich bin mal gespannt,
wie gut das funktioniert. Da werden wir auch bald mit anfangen, weil es nämlich Stromgenerierung ist und zwar sogar im Early Game. Von daher ist es perfekt für uns, weil wir sind im Early Game. So, geht's da noch weiter? Da geht's noch weiter. Ich glaube, hier ist langsam Ende. Nehmen wir mit. Ah, guck mal, hier ist sogar. Oh, es dampft sogar. Ist ja cool. Das ist wirklich sehr cool. Gut, nochmal ganz dicht hier. So nicht, meine Freunde. So nicht. Dicht. Ha. Okay. Schnauze. Ja, das sollte ja wohl reichen. Hoffe ich. So. Das Übliche wieder. Jetzt heißt es Geduld beweisen. Und einen Schluck Ursaft trinken. Mhm. Trotzdem schön aufpassen hier. Keine Risiken eingehen. Und wie viel brauchen wir? 10? Ja, ne? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, gut. So, einmal auf die Hotbahn. Ich weiß nicht, wie viel ich denn schon habe. Wunderbar, das heißt, hier wird... Ah, gutes Indiz. Hier gibt es dann wieder Lava. Angrenzen anscheinend. Gut, also hier ist keine Lava drunter und die anderen 6 da, glaube ich, auch nicht. Dampf, dampf. Sehr schön. Gefahrenlos hier uns durchbuddeln. Dann machen wir einen kleinen Trip in den Nether. Jawohl. Tapa, 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 tapa. So, noch 2 Stück. Okidoki. Einmal Wasser umsetzen. Ist das ein Monster oder ist das nur ein Magen? Ich weiß nicht so genau. Hört sich an wie beides. Das Monster in meinem Magen. Oh ja, ich habe noch so viel vor mit Chisel und Bits, ne? Ey, ich bin jetzt schon am völligen Ausrasten. Das ist der Wahnsinn. Es dampft hier. Voll aufs Dampfbad neben mir. Ach Gott. Ist gut für die Haut. Öffnet die Poren, ja. Die guten Minecraft-Poren. Nun denn. Lasst uns zurückgehen und ein... Obwohl, zurückgehen? Wir könnten das Portal auch hier unten bauen. Ach, falsche Richtung. Ich hält. Wobei, ich würde es gern wo bauen, wo es ausgeleuchtet ist, damit da keine Monster reinrennen können. Wisst ihr was, wir machen es einfach hier. Einfach, weil wegen der Sicherheit. Und zwar exakt hier. Haben wir F7? F7 haben wir nicht, ne? Nein, haben wir nicht. Dann eben so. 1, 2, 3, hier hoch, darüber und schon haben wir ein perfektes Portal. Zack, 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 bum, bam, bü, und bio. Gut, wir müssen nochmal nach oben gehen für Flint and Steel zum Anzünden. Und dann kann es losgehen. Ich schnappe jetzt noch was zu essen und wie gesagt Flint and Steel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal ganz einen entspannten Nether-Trip machen, ja, gemeinsam. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!